Es läuft. Test 1, 2. Könnt ihr mich hören? Ist diese Kamera an? Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, liebe Zuschauer meines YouTube-Kanals. Heute ist Samstag, der 26. Oktober 2019 und ich befinde mich gerade in Düsseldorf, denn die Band ZSK hat mich heute zu ihrem Konzert eingeladen. Sowohl die Jungs als auch die Vorband, die Ochmonix, haben sich für ein Interview bereit erklärt. Ich werde nicht lang quatschen, ich zeige einfach mal, was hier abgeht. Fuck, ich bin zu spät, könnt ihr nochmal? Ich habe jetzt hier meinen ersten Interviewpartner, heute Vorband bei ZSK, die Ochmonix. Wollt ihr euch mal vorstellen kurz? Ja, bitte. Sehr gerne. Also ich bin Daniel, ich bin der Drummer von den Ochmonix. Ich leite die Gesangsabteilung. Erstmal, wie lange macht ihr das schon mit eurer Band und wer sind eure musikalischen Vorbilder? Also uns gibt es seit 2015 und Vorbilder ist immer so eine schwierige Frage. Ne? Da wirst du immer so schnell in Kategorien gepackt, aber wir sind eine Düsseldorfer Band. Und wir kennen auch so ein paar Düsseldorfer Bands, wir sind mit denen aufgewachsen. Wollen jetzt hier keinen Namen nennen, aber natürlich, das hört man uns an, dass wir aus Düsseldorf sind. Kennt ihr Alf persönlich und wart ihr damals in der Serie wirklich die Nachbarn? Nein, also dieser junge Herr hier zum Beispiel. Das darfst du ja jetzt nicht sagen. Ach so. Ne? Also, ja, der, guck mal, der ist so jung. Also persönlich kennen wir Alf nicht. Als Dirk mir damals erzählt hat, was die Ochmonix sind und wofür die Ochmonix stehen und sowas, dann war halt klar, das ist nicht nur Musik, sondern das ist Alf. Hallo. Kein Problem, geht ruhig weiter. Jetzt guck nicht die Tür traurig, dann mach sie schon zu. So, das war jetzt die 80. Unterbrechung. Eine Frage habe ich jetzt noch. Was ist mit Gond? Gond? Du meinst die G-O-N-D. Die G-O-N-D, genau. Ja, also letztendlich zur Gond, oder was heißt zur Gond, sondern generell stehen die Ochmonix halt dafür, wir schauen uns Veranstalter an, wir schauen uns das Umfeld an und wir machen halt das, worauf wir Bock haben, weil letztendlich Vorurteile, das sind nichts für uns und wir machen das, was wir cool finden und machen uns da unser eigenes Bild draus. So, Aufnahme 1. Kannst du mal klatschen? Alright, so, ich habe jetzt hier den Yoshi von ZSK im Interview. Hi. Guten Morgen. Alles klar bei dir? Sehr, ja. Ich cool. Freue mich. 4 Shows hintereinander, letzter Abend jetzt Düsseldorf. Es wird kolossal gut. Im Namen der Demokratie! Wie viel ZSK-Konzert ist das heute Abend? Zählt ihr mit? Oh Gott, nee. Ich Damit? Weiß nicht. Keine Ahnung. Ich habe so ein Konzertarchiv, ich müsste mal alles zusammenhängen zählen. Ne? Vielleicht 600, 700. Ah krass, wie lange macht ihr das schon? Seit 1997. Da wart ihr alle noch nicht geboren. Nee, da war ich 5. Du schon, aber deine Zuschauer sind ja nochmal 10 Jahre jünger. Schreibt uns in die Comments, wart ihr schon 1997 geboren? Und gebt uns einen Daumen, abonniert den Kanal. Ey, der hat's drauf, der könnte YouTuber werden. Habt ihr ein Lieblingsfestival, auf dem ihr auftretet? Oder besuchst du Festivals auch privat? Also so ohne da aufzutreten? Beides. Und wir haben natürlich ein Lieblingsfestival, das Open Flair. Ah, das war wieder so toll diesen Sommer. Großartige Leute, immer tolle Bands und das ist da immer ja, voll das Familientreffen.
Ja, ich war da einmal, da ist das untergegangen. Ja, habe ich gesehen. Echt? Cool. Also das dein Video, genau. Endlich hat es angefangen zu regnen! Du bist Gründer der Organisation Kein Bock auf Nazis. Das ist richtig. Ja, wir als Band, genau. Wir haben damals gesagt, damals hat keine Sau das Thema Rechtsextremismus interessiert. Da waren das nur die Linken, die Punks, die gesagt haben, hier, aber es gibt da Nazis, die sind nicht cool. Und alle immer so, oh, regt euch mal nicht so auf. Und die Situation ist ja sehr bedrückend gerade, wenn man so sieht, den ganzen Rechtsruck und AfD und Nazis. Und wenn man dann auf der anderen Seite sieht, wie viel tausende Kids sich jedes Jahr bei der Kampagne melden und was tun wollen und selber Sachen organisieren und so weiter, das ist sehr aufmunternd und gibt Mut, dass da nicht alles verloren ist. Okay, ich nenne dir jetzt vier Personen und du sagst mir in zwei Worten, was dir als erstes dazu einfällt. Vom Ritchie. Säuft gern. Ich habe ihn einmal auf einer Privatparty gesehen und da. Aber was in den kleinen Mann reinpasst, ist schon. Cool, echt, er ist der Coolste. Rezo. YouTube-Kracher. Ist auch ein bisschen langweilig. Ehrenmann. Das ist aber doch ein Wort. Also finde ich ziemlich cool. Wie der CDU die Ohren lang gezogen hat, habe ich großen Respekt vor. Ja. Tanzverbot. Große Scheiße. Ah, schön. Ja, wir mussten mal ein Konzert deswegen verschieben. Wir hatten eins in Köln gebucht und dann haben die gemerkt, das ist ja dieser eine Tag, wo Tanzverbot ist. Ach so, witzig. Es gibt einen YouTuber, der so heißt. Nie gehört. Okay, schön. Witzig. Aber der Anfang passt super auch zu ihm. Was würdest du meinen Zuschauern gerne mit auf den Weg geben? Lasst euch von den alten Leuten keinen Mist erzählen und bleibt lustig und bleibt kritisch und geht mal wieder auf ein Punkkonzert, denn die sind sehr schön. Cool. Diese Lieder, die uns retten, die uns die größten Momente schenken. Es wird sein, dass es bleibt, wie es war. Ich habe und schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr es fandet. Macht ein Däumchen hoch und abonniert den Kanal. Genau, Joschi hat nämlich versprochen, dass er mitkommentiert hier in den Kommentaren. Ey, Logo.